Hä, da steht auch einer? Wo? Ach ja, tatsächlich, da steht ja einer. Dann soll ich doch mal die Giftammo nehmen. Ich weiß es nicht. Und wieso kann ich nicht näher ranzoomen? In den Kopf. LOL! Wieso habe ich denn die Explosionsammo noch? Giftammo. Und wieso habe ich ihn nicht getroffen? Hallo? Wie unlogisch. Stirb! Wieso stirbt er nicht? Also er blutet doch, also wir treffen ihn doch. Will der mich verarschen? Are you kidding me? In den... ins Bein oder... in den Sack. Komm, ich schieß dir direkt in den Sack. LOL. Stirbt der auch mal? Ich fühle mich da jetzt ein bisschen verarscht. Aber den kann ich auf jeden Fall nur so... Ich habe gerade das Gefühl, ich verschwende hier sinnlos Muni. Ich nehme jetzt doch nochmal die Explosionsammo, ist mir scheißegal. Wenn ich schon dich nicht damit so erwischen kann, weil die Säule im Weg ist, dich auf jeden Fall. Stirb eines grausamen Todes. So, mal gucken, bis der Rauch sich verflüchtet hat. Er ist weg. So gehört sich das ja auch. Jetzt habe ich so viel Ammo an dem verschwendet, ey. Das ärgert mich ja jetzt. Obwohl die Ammo auch nicht so viel wert ist, wirklich. Ja, willkommen in der Stadt der Toten. Der Stadt der Idioten. Und der Titel passt auch viel besser als Kairo. Also wenn Kairo wirklich in Wirklichkeit so aussehen würde, das wäre ja schrecklich. Also ich war ja nie in Ägypten. Aber irgendwann vielleicht mal, ne? Ich meine, so schlecht ist das hier, glaube ich, dann nicht. Ah, der gibt uns den Revolver. Das ist aber sehr schön. Das finde ich wirklich sehr nice von ihm. Hätte ich ja gar nicht gedacht so. Aber ich habe mich wohl in dem Jungen getäuscht. Er ist ja gar nicht so schlimm. Deswegen hat er so viel ausgehalten. Er hat wahrscheinlich den Revolver bei seinen Eiern versteckt oder sowas. Keine Ahnung. Steht da einer? Da steht einer. Oh Gott, ich habe mich gerade voll verschreckt. Halleluja. Was hat der denn da für eine Waffe? Alter. Okay. Ich glaube, da nehme ich jetzt einfach... Also ich könnte ihn, glaube ich, so ausschalten, aber... Die Revolverschüsse will ich eigentlich nicht für Gegner verwenden. Deswegen nehme ich mal den hier mit der schweren Ammo. Bäm! Und er ist weg. So schnell kann es gehen, so schön kann das Leben sein. Und nochmal eben schnell durchs Fernglas gucken, ob da hinten noch was ist. Beziehungsweise was da hinten ist. Und dass da was ist, ist ja klar. Da hinten ist soweit erstmal jetzt nicht so. Hier oben ist keiner. Das ist schön. Wenn hier einer wäre, wäre das nämlich nicht so schön. Und ja, mal eben schauen. Stückchen für Stückchen erkunden. Sorry, wenn es gerade ein bisschen langweilig für euch ist, aber ha, 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 seht mal. Ich meine, die Explosionsammo, ich weiß gar nicht, ob ich die noch brauchen werde. Ich glaube nicht. Ich habe aber auch genug. Echt, ich habe sehr viel davon. Von daher, sprengen wir ihn mal. Der ist noch da? Are you kidding me? Ja, jetzt schießt er auf mich, oder was? Ja. Verarsch mich nicht, Junge. Wo ist er? Komm, stirb. In den Kopf. Warte. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist er endlich tot, aber... Hallo, wie unlogisch war das denn, bitteschön? Jeder stirbt doch nach sowas, oder nicht? Naja, die Zeit ist jedenfalls rum, Leute. Und deswegen würde ich sagen, ciao und wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich. Wiedersehen. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation in der Stadt der Toten, die so wunderschön ist wie ein paar alte Socken.
Will nicht. Und auf geht's. Vorsichtig. War so klar, ich brauche einen längeren Anlauf, ich muss ja direkt um die Ecke fahren, irgendwie, keine Ahnung. So, wenden. Fast. Oder können wir hier vom Sandhügel aus da irgendwie so fahren? Wenden. Könnte man ja meinen, ne? Weil hier dieses Rampending, keine Ahnung, was ist. Aber na gut, nehmen wir die Rampe. Ja, das hat ja super geklappt. Das hat super geklappt. Wie ich es hasse, ne? Oh, hallo, was soll denn das? Ist doch zum Kotzen hier. Ja, hier kriege ich sehr schnell eine schlechte Laune. Entschuldigt bitte. Lol. Ich versuch's doch nochmal mit dem Sandhügel. Das erscheint mir gerade einfach logischer zu sein. Ich meine, es sieht machbar aus, ne? Es sieht voll machbar aus. Juhu. Juhu, lustiges Rumgehüpfe. Ach, komm schon, Lara. Du packst das. Irgendwie. Auch wenn ich die steuere. Wir schaffen das. Wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Wir sind doch eigentlich immer ein super Team. Sogar hier in der Stadt der Toten, wo alles tot ist und doof und dunkel und düster und überhaupt und scheiße. Und voller Wachen und Selbstschussanlagen. Wir schaffen das. Los, Vollgas. Oder auch nicht. Also wenn es jetzt zu lange dauert, mache ich einen Cut, Leute. Ne? Das will ich euch ja nicht antun. Ich überlege, ob ich da überhaupt mit dem Motorrad drauf muss, obwohl es ergibt Sinn, ne? Es hat fast geklappt. Es hat fast geklappt. Es ist mal ganz, ganz, ganz knapp. Ach, what the hell? Wisst ihr was? Ich hab die Schnauze voll. Ich steig jetzt mal ab und gehe zu Fuß die Strecke. Ich will da nicht mit dem Motorrad lang. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise, wirklich, ihr könnt mich alle mal kreuzweise ganz furchtbar gern haben. Ach, ich muss mit dem Motorrad dahin. Oh. Spieleentwickler, das habt ihr scheiße gemacht. Wirklich, ich hasse euch dafür. Kleopatras Palast, echt Kompliment, aber hier... Das hätte man sich echt sparen können oder einfach... Nicht direkt sparen, vielleicht aber besser machen können. Wirklich einfach besser. Ich nehme jetzt einen noch weiteren Anlauf und fahre damit voll Karacho da so hin. Wieso klappt das nicht? Leute, mal ehrlich, wieso klappt das nicht? Okay, das war ein bisschen zu weit Ecke, aber das hat machbar ausgesehen, ne? Ich will jetzt hier auch keinen Cut machen, Mann. Ich möchte einfach nicht. In The Angel of Darkness hatte ich es ja auch schon so mit Sprüngen, ne? Und hier habe ich es mit dem Motorrad sprungen. Ich hasse es echt. Fast. Okay, ich habe Hoffnung. Ich bin wieder motiviert. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das. Man sollte nicht so brummen brüllen, wir haben ja irgendwie schon so 2:30. Ja! Geil. Okay.
Das ist cool. Was ist hier? Scheiße. Soll das wirklich so sein oder habe ich jetzt einfach nur einen dummen Fehler gemacht? Oh, sterb doch endlich. Alle tot? Gut. Aber ich glaube, hier soll ich echt noch nicht hin, oder? Oh, hier liegen Fackeln. Na komm, nimm sie. Oh Gott, ich glaube, ich darf hier echt noch nicht hin. Ich bin jetzt hier viel zu früh. Ich meine, ich habe das hier echt eigentlich gar nicht mehr in Erinnerung, weil ich das echt schon halt lang nicht mehr gespielt habe. Eben weil es so viele Hassstellen auch gibt in Tomb Raider 4. Ich überlege gerade einfach nur, wie ich zurückkommen soll. Scheiße, Mann. Oh, fuck. Okay, da geht's irgendwie runter und da geht's nirgendwo hin. Oh ne, das kommt hier. Und wo muss ich denn nochmal... Hier liegt ein toter Soldat. Hallo, toter Soldat, hast du was für uns oder so? Das sieht nicht so aus. Ne, ich glaube, der hat nichts, oder? Warte mal. Ist hier was? Ja, ich weiß, manche rufen jetzt von euch schon hier, mach eine Fackel an. Aber nee, ich gucke aber mal mit dem Fernglas hin. Ja, aber ich glaube, der hat hier echt nichts. Nö. Außer einen geilen Arsch. So. Irgendwo konnte man sich hier nämlich... Oh, hier ist eine Tür. Aber die kann ich so nicht öffnen. Aber irgendwo konnte man sich hier so hochziehen und musste auf etwas schießen. Wenn ich auch jetzt gerade nicht weiß, wo. Irgendwo hier war doch so eine Nische dafür. Ist da so ein Pendel, was man treffen muss? Da kommt so ein komischer Eisgeist raus, der einen verfolgt und... ich weiß ja auch nicht mehr. Ich bin der Meinung eigentlich, dass es hier gewesen ist. Mal eben gucken. Keine Ahnung. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, aber es ist ja eigentlich auch ein bisschen schön, wenn vielleicht mal was blind ist, so ein bisschen, oder? Ich weiß nicht, ob euch das gefällt oder nicht. Oder muss ich hier erstmal irgendwie das Gitter öffnen? Fragezeichen. Ah! Sieh mal einer, guck. Lol. Was war das jetzt? Ach, das ist eine Schräge. Sag mir das mal einer. Hä? Ach, hier bin ich ja rausgekommen auch. Ach, ich bin doch echt zu doof zum Scheißen. Manchmal. Aber ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Oder muss ich wirklich auch die Strecke zweimal abgehen? Das kann natürlich sein. Oh, aber die Zeit ist auch rum, Leute. Deswegen, bevor ich jetzt hier überziehe, sage ich euch auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao! Hi Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. So ein scheiß Fail gleich zu Anfang. The Last Revelation, wollte ich sagen. Ich kann es einfach nicht leiden, weil es ist die ganze Zeit nur düster und dunkel und bedrohlich und überhaupt. Und hast du mich gerade etwa angerempelt? Hast du mich gerade angerempelt, du toter Wachmann? Hilfe, er hält mich fest! Der Wachmann ist mir unheimlich, obwohl er tot ist. Speichern! Ich bin immer gespannt, ob ich dann gleich schon den ersten Kommentar habe, irgendwie.
Okay. Na, ich gehe erstmal nach unten und hol das Motorrad, ne? Ich meine, so weit sind wir uns ja eigentlich, was wir tun müssen. Ach so, von hier sind wir ja gekommen. Ach, ich bin noch. Manchmal bin ich echt ein bisschen dämlich. Naja, okay. Dann fahren wir mal nach oben, ne? Ah. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Mal eben speichern. Und dann mal schauen, ob ich das schaffe. Tucker, 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 Tucker. Hey, die Fackeln sind wieder angegangen. Hurra. Ach, komm schon. Okay, ich fahre eben kurz runter, um die Maschine hier mal zu wenden. Es ist nah am Rand, nah am Rand. Okay, jetzt kommt der Sprung aller Sprünge, Leute. Haltet euch bereit. Und ich speichere nochmal. Und los geht's. Das war nicht gut. Laden. Scheiße, wieso hat das nicht geklappt? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Nee, das ist nicht nett. Überhaupt nicht nett. Die Zeit ist eigentlich auch rum, aber komm, noch ein Versuch eben, okay? Yes! Okay, Leute, und ich beende hier den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao!